Hallöchen, da sind wir wieder. Hier ist der Björn vom LSMPD und wir spielen Dark Souls 2, Scholar of the First Sin und wir reisen in die verborgene Kammer beim fernen Feuer. Das ferne Feuer. Während alle anderen drumherum nichts machen. Die sitzen da, sagen Less Less, Sieg Sieg. Und wir dürfen es hier wieder alles richten. Aber ich höre den einen oder anderen schon sagen, ja, das ist ja auch freiwillig, was wir hier machen. Ja, das ist richtig, aber es ist ja trotzdem, ich weiß nicht, ob die spucken, aber ich will es auch gar nicht rausfinden. Gut, okay, sieht nicht so aus, als würden die spucken. Wie man dahin kommt, will ich gar nicht wissen. Sondern ich werde mich mal hier durch den Eingang verpissen. Hier kommt wahrscheinlich gleich der nächste. Aha. Gut, versteinertes Etwas, Einfallspinselgewürz und Skeptikergewürz. Wir können nachher eine richtig schöne Küche drauf machen, wo wir unsere Gegner hier in Salz einlegen. Leuchtfeuer der Schlucht. Ein Urleuchtfeuer wurde erneut entzündet. Okay. Hier können wir was einsammeln. Wieso sind da Tentakel? Was passiert denn jetzt? Spiel? Oh nö, wo bin ich denn jetzt? Spiel? Wenn die Statuen jetzt gleich loslaufen, ne, dann ist aber zu Ende. Geschlossen. Ja, hier ist leider geschlossen. Kommen Sie bitte wieder, wenn es soweit ist. Hier ist bestimmt irgendwas versteckt. Wieso steht hier in Bewegung bleiben, Hülle? Okay. Was steht hier? Dickwanst. Geheimnis wird benötigt. Und sinnlos, Freund. Ja. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Ach, hier kommt wahrscheinlich ein riesengroßer Gegner. Und dann können wir uns da mal ausruhen. Bis er mit seinem dicken Arm da einmal lang fährt. So, dann mal wieder zurück. So, Govas Schutzring. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee. Das sieht nicht so aus. Aber man weiß ja nie. Wir gehen nochmal die Wände ab. Das ist der Eingang. Ob hier noch vielleicht irgendwo ein zweiter Ausgang ist. Nee, sieht nicht so aus. Aber ein Urleuchtfeuer haben wir entzündet. Ja, was der Verkommene da nicht alles so verkommen hat, ne? Hat die alles verkommen lassen. So. Ach. Jetzt ist hier auch wieder alles kaputt. Also, wieder heil. Was? Wer spuckt? Zeige er sich. Zeige sich der Spucker.
Halt, wo bist du? Ja, Jung. Musst du nicht probieren. Moment, ja. So nicht. Da kommt gleich der nächste. Aus dem Wald gefahren. Ja. Oh. Überleg dir zweimal, mit wem du dich anlegst. Ich habe nämlich ein Schwert. So, hier ist ja jetzt nichts mehr zu holen eigentlich, ne? Hier kommen wir nur noch später nochmal hin. Deswegen, wo reisen wir denn jetzt mal hin? Beim Loch ist ja nichts mehr. Oder im Schattenwald? Im Schattenwald, da hat's geknallt. Ja. Ja. Komm, wir gehen hier nochmal zum Heiligen Grab. Oder nee, da ist ja eigentlich auch nichts mehr, ne? Eigentlich müsste ich mich wieder an die Irrenspitze trauen, aber... Oder hier oben... zu Heidis Flammenturm. Die verlorene Festung. Die Niemandswerft ist ja jetzt auch komplett durch. Das Erntetal haben wir, glaube ich, auch ein bisschen durch. Aber ich will da trotzdem mal hin. Aber eigentlich nicht zu dem Leuchtfeuer. Eigentlich zu dem anderen Leuchtfeuer. Deswegen müssen wir nochmal weiterreisen. Wir machen jetzt, das ist leider kein Non-Stop-Flug gewesen, sondern war leider mit ein bisschen ab zwischendurch landen und dann... Dich kriege ich aber nicht. Was hast du hier? Fackel wird benötigt, übrigens Loch voraus. Hier noch einer. Oh, Mr. Hämmerchen. Mr. Hammerman. Mr. Hammerman. Kommen Sie auch? Ja, Sie kommen. Das freut mich. Kommen Sie bitte rein. Sie wollen einen Haarschnitt haben. Ihn mal den Bart gestutzt. Junge Frau. Vor allem, ich weiß gar nicht, wo sie genau ist. Ich weiß nur, dass sie mich hier nicht treffen kann, offensichtlich. Wo ist sie denn? Muss da ganz, ganz weit oben sein. Ja, da kann natürlich nichts werden, ne? Ah, ich will hier mal durch diesen kleinen Gang da rechts. Mal gucken, ob man da irgendwo hinkommt. Man kommt da irgendwo hin, man kommt nur nicht mehr raus. Habe ich die Seelen verloren, aber Sachen eingesammelt.
Okay. Das führte nirgendwo hin. Das Zeichen des Grolls. Ein Zeichen des Grollens. Oder des Nichtwollens. Ja, ihr seid komische kleine Maden. Das interessiert mich nicht. Das tat bestimmt weh. Oh komm, den einen Energiepunkt hättest du mir nochmal geben können. So, huch, huch, huch. Da ist ein Mann mit einem Hämmerchen. Schlag doch nicht auf mich ein. Los, Hammermann. Wir machen das wieder wie eben. Meine Güte. Das ging aber jetzt richtig los, ne? So. Frage ist... Da ist er. Ja, einmal am Popo erwischt und schon ist das Geschrei groß. Kommst du da oben überhaupt hin? Na? Der sieht mich nicht. Oh. So. Na, das tut mir aber leid. Das tut mir ja Extremowitsch-Leitowitsch. Ja. Ja, Mädel, wenn du auf mich schießt, dann schieße ich auch auf dich, ne? Oh, aber wir treffen beide nicht. Was? Wieso bist du noch nicht tot? So, jetzt aber. Die Irdenspitze. Was? Meine Güte. So, was war hier? Freund voraus, übrigens versucht rechts. Das sieht mir aber nicht aus, als wäre da ein Freund voraus. Guten Tag. Still on the road, are you? Sorry to have burdened you so. This is for you, by way of an apology. Ein Hartstahlring plus eins. Dankeschön. I found my thoughts growing hazy. My memories are fading, oldest first. The curse is doing its work upon me. I am frightened. Terribly so. If everything should fade, what will be left of me? Ja, das ist eine sehr gruselige Vorstellung. I had an older brother. We learned to fence together. He became the most decorated swordsman in all of Mira. I never even compared to him. In fact, I never beat him. Not once. But then, one day, he was gone. Lost without a trace. Now I'm certain that he was taken by the curse.
Och Mann, Arme. If only someone would hear my tale. My brother must have come here, too. Soon I may forget even about him. If only someone would hear my tale. My brother must have come here. Soon I may forget. Die Arme. Nicht im Inventar. Das ist ja wunderbar. Sonst haben wir hier nichts. Ah, Reparaturpulver ist natürlich witzig. So, jetzt müssen wir erstmal warten, bis wir hier entgiftet wurden. So. Und dann sage ich mal, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir machen jetzt eine Aufnahmepause und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Tschüss.